Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einfache Wissen. Heute geht es um ein paar Tricks, die ihr vor dem Studium oder während dem Studium beachten könnt, beziehungsweise eine kleine Einkaufsliste von Dingen, die mir einfach sehr wichtig waren und super sehr geholfen haben. Freut euch drauf, viel Spaß und bis gleich. So, erster Tipp von meiner Seite, guter Taschenrechner. Vor allem bei den naturwissenschaftlichen bzw. Ingenieurwissenschaften, aber auch im Rechnungswesen. Beziehungsweise Wirtschaftsingenieur gibt es ja auch. Solche Dinge, ihr braucht einen guten Taschenrechner. Die meisten haben ihn. Ich kann aber nochmal eine besondere Empfehlung aussprechen. Das ist aus meiner Erfahrung jetzt. Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr es anders gewohnt seid. Ich glaube nicht. Und zwar diesen Casio FX 991 DE Plus. Das hier ist, glaube ich, der meistgenutzte Taschenrechner in der Uni. Das heißt, jeder hat diesen Taschenrechner. Nicht nur deine Kommilitonen, also die anderen Studenten, sondern auch der Professor. Also bei mir ist es so, dass in Mathe, in Physik, in Elektrotechnik nutzt jeder Professor diesen Taschenrechner. Das heißt, wenn er irgendwas vormacht und sagt, ja, wir rechnen jetzt komplex, dann müsst ihr da drücken und da drücken, dann wisst ihr direkt, worum geht es hier eigentlich und könnt es direkt an eurem Taschenrechner anwenden, ohne dann groß eine Anleitung auszupacken, ah, wie geht jetzt komplexe Rechnung bei meinem Taschenrechner? Und deswegen fand ich das super entspannt. Kann euch diesen Taschenrechner sowieso auch nur empfehlen, also ist so auch vom Handling super geil. Kostet auch nicht viel. Deswegen, falls ihr ihn habt, alles super, alles richtig. Falls nicht, würde ich euch diesen hier empfehlen. Jetzt kommen wir zum Thema Laptop. Schwieriges Thema, weil da, glaube ich, immer sehr häufig Fehler passieren. Weil die meisten eigentlich viel zu hoch motorisierte PCs kaufen. Das heißt, die Leistung ist eigentlich viel zu krass, als dass es einen Studentenlaptop braucht. Meistens müsst ihr da gar nicht so viel Geld ausgeben und viele machen sich auch voll viele Gedanken, muss es jetzt das beste Ding sein? Und viele kaufen sich dann auch ein Surface, was super geil ist, also das will ich nicht bestreiten, aber es ist dann meistens doch nicht nötig. Klar, jetzt werden wir alle mit dem Surface werden wir sagen, es ist super, es ist auch super, aber wie ich es beobachte, 80% der Studenten arbeiten trotzdem mit Block und Stift und schreiben sich das auf und nutzen dann doch nicht ein Surface und es klappt auch. Wenn ihr es natürlich haben wollt, ist es ganz cool und man kann vieles direkt digitalisieren. Was ich aber dazu sagen will, wartet eigentlich am besten ab, wenn das Studium anfängt, wie ihr mit eurem alten Laptop klarkommt. So, wenn ihr dann merkt, okay, ich muss ein bisschen aufrüsten, dann holt ihr euch einen neuen. So, aber grundsätzlich nicht vorher kaufen, weil das hat dann auch ein Freund von mir gemacht, der soziale Arbeit studiert. Der hat dann, bevor das Studium angefangen hat, sich einen sehr, sehr hochmotorisierten Laptop gekauft. Und ja, es war dann natürlich der größte Fehler, weil jetzt kannst du natürlich die neuesten Games zocken. Ne? Aber für den anderen Schnickschnack von Word oder so, hätte dann auch ein einfacher gereicht oder Excel. Und ich habe hier eigentlich auch einen relativ simplen, also ich würde mal sagen Mittelklasse-Modell und wir programmieren auch in C oder in C++ und es reicht vollkommen aus, der kommt noch nicht mal an seine Grenzen. Deswegen lasst euch da nichts erzählen, ich kann euch meinen gerne mal verlinken, der wird wahrscheinlich für 90% der Studien auskommen, außer ihr macht irgendwas mit IT oder programmiert die ganze Zeit im Studium, dann würde ich schon ein bisschen darauf achten, dass er auch dann hohen Arbeitsspeicher, hohen RAM hat. Aber ansonsten, ich kann euch den hier mal verlinken, der wird für 90% reichen. Grundsätzlich muss ich aber ganz ehrlich sein, wartet lieber ab, bis Studium anfängt und dann seht ihr auch, was brauche ich, was sind da für Anforderungen an den Laptop. Also wartet lieber ab. So, apropos Laptop, da ist mir noch was zu eingefallen. Es gibt sogenannte Amazon Prime Student. Oh Gott, wackelt die Hand. Das hat folgenden Vorteil, und zwar ihr zahlt nur noch die Hälfte für die Amazon Prime Mitgliedschaft. Das ist der erste Vorteil. Das heißt, ich glaube, das sind dann rund um die 60 Euro für oder 50 Euro für diese 12 Monate. Man kann es aber auch erstmal 12 Monate testen. Wie gesagt, hat das ganz normale Programm, Prime Video, schneller Premium Versand und so weiter und so fort. Ist also alles mit dabei, alles wie gewohnt bei Amazon Prime und das Ganze halt für die Hälfte und zusätzlich nicht nur, dass ihr dann die Hälfte bezahlt, sondern ihr bekommt dann, wie zum Beispiel hier, 20% Rabatt auf Weed und Scholl oder Durex Sachen 20%,
15% auf Amazon Basics oder 15% auf WMF-Produkte. Das heißt, wenn ihr einmal als Prime Student angemeldet seid, ja, kriegt ihr auch noch auf viele Produkte einfach noch zusätzlich Rabatte. Also ihr zahlt nicht nur die Hälfte für Prime Student, sondern auch weniger für verschiedene Produkte. Und das ist natürlich richtig geil. Ah ne, ich sehe gerade die Probemitgliedschaft. Also vergesst es, es kostet nicht 60 Euro, es kostet 34 Euro. Ja, also 50% Rabatt auf dieses normale Amazon Prime. Ich denke, viele haben auch schon Amazon Prime, da könnt ihr es einfach umändern. Ich tue euch den Link mal eben hier unten rein, weil das ist wirklich super wichtig. Schreibt es auch nochmal in die Kommentare, falls ihr noch andere Tipps haben wollt, weil es gibt viele große Plattformen, die da was anbieten. Und ich könnte vielleicht mal ein Video machen, wo ich alle mal aufzähle, die irgendwas anbieten. Und einfach mal ein paar Tipps gebe, was und wo man eigentlich noch was sparen könnte. Nächste Empfehlung ist sehr klein. Und man fragt sich jetzt erstmal, jo, was will er jetzt noch vorstellen? Geodreieck oder so? Eigentlich wollte ich diese Kleinbüroartikel nicht vorstellen, weil ich denke, dass man einen Block braucht, dass man einen Stift braucht, dass man Geodreiecken braucht. Das wird den meisten klar sein, wenn sie das für ihr Studium brauchen. Aber das hier ist dann doch nochmal was Besonderes und deswegen wollte ich es dann nochmal extra machen, weil das erstmal viele, viele Leute bei uns nutzen. Da kann ich aus der Erfahrung von unserer Uni erzählen. Und gleichzeitig ich ihn einfach super genial finde. Das ist dieser Frickson, vielleicht viele kennen ihn schon, Ballstift. Ich kann euch das mal ganz kurz vorführen, warum der so gefragt ist. Und zwar, du kannst einfach schreiben, ich schreibe ihm auf dem Blatt. So, ne, du machst irgendwas drauf und wenn dann doch was weg muss, dann kannst du das einfach weg. Das ist nicht radiert, sondern das ist so eine Tinte, die einfach mit Hitze, also du musst einfach nur fest reiben, deswegen ist hier so ein Gummiball hinten dran, kannst du diese Sachen einfach wegreiben. Und der ist einfach super praktisch, weil wenn du dich verschreibst, kannst du das direkt korrigieren und musst dir keine großen Sorgen machen. Und der ist halt auch für Klausuren zugelassen, zumindest bei uns. Und deswegen einfach ein super Stift, auch wenn während der Vorlesung mal schnell mitschreiben, allein wenn sich der Professor mal vertut und dann sagt, ist doch falsch, so, dann kannst du es einfach sehr schnell ausmerzen. Wie gesagt, viele nutzen diesen Stift zu Recht, der ist einfach super. Link ist in der Beschreibung, super günstig. Deckt euch ein, ich habe 5-6 Stück immer für zu Hause, für ein Mäppchen. Da muss überall einer liegen. Oh, andere ganz wichtige Empfehlung, die selbst viele nicht kennen, die schon sehr lange studieren, Printpeter. Printpeter ist richtig, richtig cool. Geht auf die Seite, meldet euch an, sie ist kostenlos. Also ich verdiene auch nichts daran. Ich bin jetzt kein Printpeter-Werber oder so und kriege wirklich nichts dafür. Aber es ist wirklich, es liegt mir am Herzen, dass die Leute das wissen. Und zwar bei Printpeter kannst du dich anmelden und kannst einmal im Monat dein Skript ausdrucken. Das Skript kriegt man meistens als PDF vom Professor. Da ist dann halt überall Werbung drin, ne? Aber dafür ist es halt umsonst. Du kriegst umsonst hier so einen dicken Stapel ausgedruckt und hast halt dann hier deine Sachen drin, die sonst in der PDF im Skript sind, hast du dann komplett ausgedruckt. Das heißt, du hast den großen Vorteil, du musst während der Vorlesung nicht so krass mitschreiben, weil du weißt, okay, ich habe immer das Skript. Und es ist auch einfach einfacher, übersichtlicher und auch später zum Lernen, wenn ich dann irgendwo im Urlaub war, immer Skript mitgenommen, lernen, unterstreichen, was auch immer, ist viel besser. Ich finde es so als Hard-Version, also als Real-Version auch viel besser als PDF auf den Laptop, weil du kannst es unterstreichen, du kannst es schnell umblättern, so. Ich finde es viel cooler irgendwie, um auch mal schnell was nachzugucken. Und deswegen Printpeter, absolute Empfehlung, anmelden, vormerken, ausdrucken. Keine Ahnung, einer der krassesten Veränderungen im Studium, nachdem ich Printpeter hatte. Also das war schon ein krasses Ding, weil ich dann einfach wusste, cool, jetzt geht das Lernen, fällt mir viel leichter. Auch im Semester, sage ich jetzt mal, zum Nacharbeiten, dann kann man immer wieder reingucken, super genial, Printpeter, aufschreiben, merken, anmelden. So, kommen wir nun zum nächsten Punkt. Der nächste Punkt ist die Tasche. Und hier machen sehr, sehr viele Leute was falsch und ich habe es genauso falsch gemacht.
Denn als ich meine erste Tasche vor dem Studium gekauft habe, fürs Studium, war irgendwie das Kriterium, es muss cool aussehen, es muss lässig aussehen. Ich habe mir natürlich so eine coole Umhängetasche gekauft. Und das war der größte Fehler, weil ich habe es nach 2 Wochen dann auch nicht mehr benutzt, weil das Wichtigste, zumindest für mich, habe ich gelernt, beim Studium als Kriterium für eine Tasche ist das Fassungsvermögen. Es muss einfach viel reingehen und ich brauche viel Platz, so wie bei dieser Tasche hier. Ne, du hast hier das Fach, du hast hier nochmal 2 Fächer, dann könntest du hier nochmal aufmachen, vorne nochmal aufmachen, an den Seiten kannst du was reintun, da kannst du deine Flasche reintun. Also dieser Rucksack ist dann für mich optimal, ist jetzt vom Optischen. So, jetzt die letzten beiden Dinge. Alle, die jetzt nichts mit irgendwelchen naturwissenschaftlichen Sachen zu tun haben, können jetzt abschalten. Nein, bleibt noch dran. Wie gesagt, Mathematik, ganz wichtiges Thema, ganz heikles Thema. Ich habe mir vorher sehr viel Sorgen um Mathe gemacht, weil ich dachte, oh, ist super schwer. Und habe mir den vorher schon vor dem Studium diese beiden Bücher hier gekauft und wollte die einfach durchgehen. Und die sind am Anfang, dachte ich, recht unübersichtlich, aber während des Studiums super wichtig. Einmal hier zur Erklärung Mathematik für Ingenieure und Naturwissenschaftler, super Empfehlung. Gibt es auch in jeder Bibliothek, also das wird es auch an eurer Hochschule oder Uni-Bibliothek geben, 100%. Das sind die Null, also das sind die Hauptlehrbücher. So. Aber ich finde es viel besser, wenn man sie einfach zu Hause hat, vor Ort, immer reingucken kann, sie mitnehmen kann, man das einfach selbst für sich hat. Das ist nochmal ein ganz anderes Gefühl. Und wenn man es gekauft hat, hat man auch nochmal so eine andere Bindung dazu, dann denkt man auch noch, jetzt muss ich auch noch reingucken, ich habe es ja gekauft. So, dann gibt es noch Klausur- und Übungsaufgaben und das Buch ist mega geil. Das ist mega geil, weil die Aufgaben, die hier drin vorkommen, ne, die kommen auch sehr oft so oder so ähnlich in den Klausuren vor. Natürlich mit anderen Daten, aber jetzt von den Grundarten der Aufgaben sind das meistens wirklich baugleiche Aufgaben wie die, die dann in der Klausur vorkommen. Deswegen holt euch diese 2 Bücher, die werden euch mathematikmäßig sowas von nach vorne bringen. Und dann müsst ihr eigentlich wirklich keine Sorgen mehr haben. Also, wie gesagt, ich war auch sehr, sehr skeptisch, aber mit diesen beiden Büchern würde ich sagen, jeder schafft's. Kommen wir mal zum nächsten Tipp. Und das ist ein Tipp, den ich vorher so gar nicht auf dem Schirm hatte. Also das musste mir auch erst ein Kommilitone sagen, dass es auch viele Leute aus den höheren Semestern machen. Und das ist einfach ein E-Book. Ein Kindle, ein Kindle, wie auch immer ihr es nennen wollt. Gibt's super billig, gibt's auch gebraucht. Wie gesagt, holt euch das Ding vielleicht auch einfach gebraucht. Wenn es muss nicht neu sein, zumindest meine Meinung. Wenn ihr es neu haben wollt, ist super angenehm. Ich habe es mir damals auch neu gekauft. Aber macht es, wie ihr das wollt. Mit diesem E-Book. Warum ist das so wichtig? Wie gesagt, man kann erstmal viele, viele Bücher im Internet finden und diese als PDF-Version zum Beispiel oder sogar direkt als E-Book-Version herunterladen. Ne, klickt euch da mal ein bisschen durchs Internet, findet ihr direkt was. Zusätzlich bieten eigentlich 90% der Uni- und Hochschulbibliotheken es an, Bücher auch schon in PDF-Format oder in E-Book-Format bereitzustellen. Das heißt, manche Bücher könnt ihr euch einfach da runterladen, ne, damit ihr unterwegs was machen könnt. Und da ist so ein E-Book richtig geil, weil wie gesagt, durch Sonneneinblendung verändert sich da gar nichts. Du kannst es überall lesen, im Urlaub ist es super praktisch. Du hast dann 20 Bücher irgendwie mit für die 3 Klausuren, die du lernen musst. Oder für die 6 hast du irgendwie 20 Bücher mit und kannst dich überall reinlesen, kannst dich da durch swipen. Wie gesagt, Schrift kann man größer oder kleiner machen, das ist gar kein Problem. Und es hat wirklich meinen... ja, Leben in dahin verändert oder mein Studentenleben in dahin verändert, dass ich einfach auch unterwegs in der Bahn viel öfter und viel intensiver lese, auch die Skripte und so weiter und so fort. Ist eine richtig coole Alternative, einfach auch für den Urlaub alles bereit zu haben, alles parat zu haben. Dafür ist es einfach richtig cool. Also holt euch wirklich ein E-Book, falls ihr noch keins habt, holt euch das. Enorm wichtig, wirklich. Wie gesagt, das war's mit der nächsten Folge von Einfach Wissen. Die Links für die ganzen Dinger gibt es in der Videobeschreibung. Da könnt ihr euch alles kaufen, alles nochmal einzeln annehmen, euch das durch den Kopf gehen lassen. Wie gesagt, viele Dinge sind wirklich elementar. Holt die euch, weil das sind absolute Tipps fürs Studium, die es einfach leichter und besser machen, damit man einfach viel leichter durchkommt. Weil am Anfang, man denkt sehr oft in falsche Richtungen und das sind einfach Tipps, die euch direkt auf den richtigen Weg bringen.